Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Green Hell. Ich muss mir gerade die Blutegel entsorgen, bevor ich anfange, mit euch da jetzt über die Zukunftspläne hier zu quatschen. Haben wir jetzt schon? Ich glaube, da müssten noch irgendwas muss noch sein. Aha, ich habe was mit dem Bauch. Ich glaube, ich werde mal eine Kohle essen. Ist es besser? Parasiten würden das sein wahrscheinlich. Habe ich Glück und habe Pilze? Lebensmittelvergiftung. Huch, ich bin müde. Das auch noch. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich möchte gerne versuchen, hier die Aufnahmesession. Dreck. Ich bin verwirrt, warte kurz. Ich möchte versuchen, die Aufnahmesession, so ich fange nochmal an, jetzt auf 30 Parts hinzubekommen, um dann ein Bäuschen zu machen von Green Hell, weil es ist ja noch, also das Spiel ist immer noch in der Early Access, ne? Dreck, das noch zuerst. Dreck erhöht die Chance, Wundinfektion zu erleiden. Mit dreckigen Händen zu essen kann zum Schlucken von Parasiten führen. Bekannte Behandlungsmethode: Wasch dich mal, du stinkst. Okay, was haben wir denn hier noch Neues? Trockengestell, Bambusgestell, Lagerfeuer, kleines Feuer, Steinring. Hä, da ist ja nichts Neues. Und hier beim Gerüst ist da was Neues. Wand, Bambuswand. Ah, hier! Hölzerner Eingang. Bambuseingang. Das ist cool. Das brauchen wir hier auf jeden Fall. Balmdach. Okay, das, also ganz ehrlich, das braucht man hier. Ach so. Ah, da kann man direkt ein Haus dann damit bauen. Ich baue es einfach, ich stelle es mal hin da, oder? Das ist cool. Dann haben wir direkt ein Tor. Das wäre da unten cool gewesen. Hier unten. Da irgendwo. Egal. Was wollte ich jetzt sagen? Ich möchte gerne. Ich fange jetzt nochmal an. Ich möchte gerne ein anderes. Ich glaube, das ist auch ein Survival-Spielchen. Probieren. Ich werde es mir auch heute gleich auf Steam holen. Und möchte hier bei Green Hell ein Bäuschen machen, da es ja noch immer in der Early Access ist, ne? Und wir somit hauptgeschichtemäßig, ich bin immer noch müde, jetzt nicht unbedingt was reisen, ne? Den Survival-Aspekt hier haben wir ja eh schon gesehen. Mir wurde ja auch geraten, das Menschenfleisch wegzuschmeißen, das hier, glaube ich, trocknet die beiden. Muss ich dann auch machen, weil das soll die geistige Gesundheit komplett zerstören. Ich werde jetzt mal trocknen lassen. Vielleicht kann ich sie als eine Art Ablenkung für einen Jaguar oder so benutzen. Die mögen ja gerne Menschenfleisch. ja, mal glubschen. Ich muss jetzt mal hin. Ich muss mich mal hinlegen. Das geht so nicht weiter. Dann wären wir. Na nü. Dann wären wir wieder zurück in unser neues Lager gehen. Was ist denn da? Ui. Okay, habe ich hier eine Nadel? Hier ist ein Haken. Hier habe ich eine Nadel. Bitteschön. Und einmal mit Verband. So. Ich bin schmutzig. Ich gehe jetzt mich baden. So. Ich gehe jetzt die Umwelt mit meinem Dreck vergiften. So. La 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 la. Ein beherzter Sprung ins Wasser. Kann ich mich so waschen mit einer Taste? Trinken, erweitern, waschen, tatsächlich. La la la. Unter den Achseln nicht vergessen, auch die Käsefüße. Ist das normal, dass der so komisch zuckt? Ist das jetzt ein Bug? Ich glaube, das ist ein Bug. Also, das mit dem Waschen haut noch nicht so hin. Oder das braucht um das länger. Ich weiß es gerade nicht. Die Hand wäre weiß. Er könnte aufhören. Vielleicht passiert das, wenn er ohnmächtig ist. Warten wir mal ein Stück. Ich kann gerade überhaupt nichts machen. Das ist irgendwie buggy. Vielleicht fällt er gleich in Ohnmacht. Vielleicht löst sich dann der Bug. Was wollte ich sagen?
Ja, also ihr habt auch schon mehrmals den Wunsch geäußert, ein weiteres Spiel zu probieren, ob mir das gefallen würde. Interessieren tut es mir auf jeden Fall. Und zwar wäre das Subnautica, ne? Oder ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Tagebucheintrag Insomnie. Wir auch gleich schauen. Okay, ich glaube, der Bug bleibt, glaube ich. Fürchte ich. Ja, der Bug bleibt. Schade. Oder? Ist jetzt fertig? Hat das geschafft? Ja! Wuhu, supi. Wow, ist ja unglaublich. Was wollte ich sagen? Und dieses Subnautica möchte ich wirklich von Herzen gern probieren. Muss ich gestehen. Das würde mich sehr interessieren. Und dafür muss ich halt leider hier bei Green Hell ein Päuschen machen. Aber damit das paartechnisch jetzt nicht so ungeschickt ausschaut, dachte ich mir, machen wir noch bis Level, also bis Level sage ich, bis zum 30. Part. Und dann machen wir ein Päuschen, glaube ich. Weil, ja, vom Bauen her hoffe ich, dass ich dann bis dahin alles durch habe und wir können ja mal so eine kleine Session zwischendurch machen, mal so abwechseln statt Subnautica, dann mal wieder Green Hell und so, ne? Also da können wir ja je nach Lust und Laune da dann zocken, würde ich sagen. Ich glaube, ich bin da irgendwie, ich bin müde. Ich habe, glaube ich. Ich bin müde. Ich habe, glaube ich, Parasiten. Ja. Puff. Sie haben die Knochenkrieger gepatcht. Ich war gerade komplett überfordert. Ich würde gern laden. Warte mal. Ey, nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Alter, jetzt muss ich das nochmal machen. Okay, ich bin komplett überfordert gerade. Also, mein Standpunkt hier habe ich jetzt, glaube ich, erklärt. Bin gerade schockiert, dass wir verreckt sind. Es lädt gerade ganz böse. Das Laden hier braucht jetzt, glaube ich, auch länger als vorher. Ich muss jetzt auf meine Gesundheit achten, damit wir hier von den Ureinwohnern da jetzt nicht, also von diesen Knochenkriegern nicht komplett umgebracht werden nochmal. Also, ja. Muss ich jetzt ein bisschen mit, wenn ich das so sagen darf, mit Tempo spielen. Also, wir machen Feuerchen. Wenn möglich. Ich zünde das auch gleich mal an, damit wir auch schnell eine geistige, also eine verbesserte geistige Gesundheit kriegen. Ich hoffe, das geht sich aus. Nein, geht sich nicht aus. Wir haben auch Blutegelgeschichte, glaube ich. Da ist einer gewesen. Da war jetzt einer. Gut, das wäre erledigt. Ich versuche mal schnell schlafen zu gehen, in der Hoffnung, dass das klappt. So. Ja, jetzt klappt's. Bis 5 Uhr, bis halb 6 Uhr morgens, das passt. So, dann hätten wir mal den Schlaf gefixt. So, passt. Ich hoffe, dass dieser scheiß Knochenkrieger wegbleibt. Lagerfeuer, Asche, Steinchen. Ja. Dann wäre jetzt gut, das Fleisch wieder mitzunehmen. So, dieser unbekannte Pilz, was konntest du? Nix, das ist einfach nur so zum Essen. Dann isst man halt. Das werden wir auch essen. Ich muss mal auf F schauen. Warte, nochmal. Kohlenhydrate fehlen, Fette fehlen. Das heißt, es wäre jetzt die Nuss nicht schlecht, wenn sie hier wäre. Ein Schluck Wasser. Was haben wir hier? Kleine Stöckchenhalter, ja. Was war da? Großer Stein. Noch mehr zum Trinken. Das wird jetzt, glaube ich, nicht schaden.
So. Und hier müsste noch die Nuss, wenn es gibt, ja, die werden wir gleich essen. Einmal, und da müsste noch eine zweite sein, hier. So. Gut, das hätten wir jetzt mal. Das mit dem Ureinwohner zieht mir jetzt schon ein bisschen an. Gut. Ich wollte Feuer machen. Ich habe jetzt zwar nicht wirklich was zum Kochen dabei, aber ist ja wurscht, es geht jetzt mal um meine geistige Gesundheit. So, nochmal benutzen. So. Getcha. Ja. Tada! Und anzünden. Passt. Es geht jetzt rein um die geistige Gesundheit. Hallo? Und ich wollte noch Bananen, wollte ich mir jetzt eigentlich noch organisieren. Ist hier ein Stöckchen? Ja, die nehmen wir gleich mit. So, die Lianen können wir auch wieder nochmal mitnehmen, ne? So. Die eine, okay, die anderen sind, ja, egal. So. Ich muss ein bisschen leise sein, weil sonst höre ich die Spinne nicht. Dann vergiftet sie uns wieder. Die Riesenkröte nehmen wir raus. Oh. Ich habe wieder mal keinen Platz. Oder wie? Hier. Hat sie jetzt Platz, die Kröte? Nö. Das mit den Pfeilen, irgendwie ist das ganze Inventar anders. Sehr verwirrend. Das sollte eigentlich nicht so sein. Hat sie jetzt Platz, da oben? Ja, da hat sie Platz. Gut. So, die werden wir gleich wieder aktivieren, die Falle. Ich hoffe ja auch noch immer darauf, dass wir vielleicht eines Tages, wo ist die Spinne? Die ist witzig erst beim Essen drin, das ist voll komisch. Ich habe die Hoffnung, dass wir irgendwann einen größeren Rucksack kriegen, dass wir ganz famos. Gibt es hier gar keine Bananen? Hallo? Bananen ohne Bananen. Es gibt zwar die Bananenblätter. Ach, können wir hier jetzt auch schon was reinlegen? Ich probiere es mal hier mit einer Blume. Mit einer Seerose. Das ging letztes Mal noch nicht, ne, dass wir da was reinlegen durften. Okay, Bananen sind aus. Habe ich hier nicht auch was hingebaut gehabt? Ich bin verwirrt. Vielleicht hat sich da ein bisschen was resettet. Wie schaut es denn hier aus? Hier haben wir noch unser Klumpert. Okay. Knochenspeer. Den Bogen. Ausrüsten. Was ich auch brauche, ist irgendwie, glaube ich, was zu essen. Also Fleisch wieder einen Haufen. Ja. Dann nehme ich noch mal ein bisschen Kohle mit. So, die Kröte werde ich noch schnell braten. So, und da werden wir auch ein Holz nachlegen. Na, bitte. Ganz schnell. So, halt. Und die Kröte fix anbraten. Also die muss ich auch erst auseinandernehmen, sowas. Sammeln. So, jetzt haben wir es. Jetzt geht's, ich depp. Und jetzt roh, bitte. Wo ist das rohe? Da. Oh. Mal extra legen. Darunter. So, jetzt geht's. Und einmal kochen, bitte. Ja, oder trocknen oder braten, irgend sowas. Pfeil und Bogen sind ausgerüstet. Ich hätte auch gerne mal wieder einen Fisch, ehrlich gesagt.
Das war Fail. Ob man Fische mit dem... Na, das war schon mit dem Bogen, Bogen sage ich, mit dem Speer, ne? Das habe ich ja letztes Mal gar nicht so schlecht hinbekommen. Nein, ich will das nicht trinken. Da konnte ich doch. Lehm nehmen. Aha. Lehmmischer. Warte mal, ich habe da jetzt. Ich hab, warte, 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 warte. Da gibt es jetzt doch ein paar neue Sachen. Das ist interessant. Oje. 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 Okay, ich bin total erschöpft. Das ist natürlich nicht so klasse. Mann, ey, der hält halt gar nichts aus, ne? Ich will den erschießen, dass wir Ruhe haben. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen, du. Lehmfensterwand, okay. Meine Energie ist halt echt zum Speiben. Muss man halt schon sagen. Ich treffe ihn, glaube ich, nicht, oder? Jetzt habe ich ihn getroffen. Hä, wohin zielt er denn? Oh, das war gut. Okay, da können wir sammeln. Da werden wir das Menschenfleisch kriegen, das werden wir gleich wegschmeißen. Eintrag Dreck, also wir haben es jetzt gerade voll hergerichtet. Okay, wenigstens kein Platz mehr im Rucksack, das ist hervorragend. Stockklinge, Alter, ich bin gerade überfordert. Wir haben, das geht nicht zum Stacken, das ist auch ganz interessant. Wir haben Menschenfleisch, werden wir zerstören, das soll man ja nicht essen. So, die hat jetzt noch immer nicht Platz, ne? Knochen haben eine Pfeile Platz. Ja, wenigstens etwas. Das ist sehr, sehr gut. Ich wollte jetzt eigentlich auch nur unsere Lage hier verteidigen. So, zack, zack. Schön unsere Pfeile einsammeln, weil der hat genervt. So, der eine, den wollte ich jetzt umbringen. So, mein Krötenfleisch ist höchstwahrscheinlich verbrannt, nehme ich mal an. Gekocht. Na, ist nicht so schlimm. Mit der kann man nichts machen, oder? Ich wollte es nur mal testen. Was haben wir denn da jetzt Schönes? Eine Knochensuppe wäre cool, wenn man machen könnte. Oh ja, ich bin natürlich müde, ich bin schmutzig, ich habe alle Zustände. Okay, es ist doch einiges dazu gepatcht worden mittlerweile, ne? Es wäre ja tatsächlich wieder spielenswert. Also wieder, es ist sowieso spielenswert, aber vom Neues entdecken meine ich. Ich muss mich mal schnell waschen gehen. So, jetzt werde ich wahrscheinlich wieder unabsichtlich. Warte, ich versuche es hier besser. Oder ich stelle mich ganz rein. Vielleicht ist das besser. Einmal waschen. Aha, jetzt haut es besser hin. Okay. Dann Lehm nehmen. Ich habe keine Ahnung, was man damit machen kann. Es ist zwar gestanden, dass man Lehmwände bauen kann. So, da gibt es jetzt einiges, ne? Steinaxt, ich muss auf meine Gesundheit achten. Fackel, Axt, Knochenmesser. Vierzackiger Speerbogen, Pfeil, Klingen, Knochen, Axt, Feuerzeug, Knochenhaken. Okay, das wäre jetzt mal alles. Das kennen wir aber schon. Dann hier Kräuter und so weiter. Bitterholz, Seerose. Ich glaube, durch den Patch müssen wir das nochmal neu durchlesen. Kohlenhydrate, plus 2 wegen Feuer, ne? Ja, passt. Unbekannter Pilz. Unbekannter Pilz. Kohlenhydrate, bla bla bla. Früchte, bla bla bla. Lebensmittelvergiftung, Frucht und so. Und hier Dreck. Mit dem Waschen haben wir es schon. Insomnie.
Wirkung verschlechtert geistige Gesundheit, erhöht Energieausschüttung. Bekannte Behandlungsmethode, wenn du länger als 4 Stunden schläfst, ist der Effekt wirkungslos. Okay. Wurm, Parasiten, bla bla. Was haben wir hier? Lehm. Das ist eine eigene Kategorie jetzt. Lehmmischer. Lagerkiste. Lehmwand. Lehmeingang. Oh, ich bin müde. Okay, da gibt es einiges jetzt. Du bist ohnmächtig, Gott sei Dank. Quasi können wir uns da ein recht gutes Häuschen bauen. Das gefällt mir. Bin schon wieder schmutzig, glaube ich. Ich gehe mal kurz mich waschen. Ich, warte, warte. Schön reinstellen und waschen. Ich glaube, das passt. Ja, gut. Das funktioniert. Schön. Das heißt, wir können uns hier echt schöne Häuschen bauen. Das gefällt mir. Vor allem dann für. Okay, mit den Ameisen kann man auch hier vorne nichts machen. Vor allem, was wollte ich sagen? Kann man die jetzt kochen? Na. Was wollte ich sagen? Also schöne Häuschen bauen. So. Stylisch gut. Habe ich hier noch was zum Trocknen? Irgendwas essenstechnisch? Nö. Nein. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen. Ich will jetzt alles auf einmal und gleichzeitig und sowieso. So, ich will mal die Taschen ausleeren. So, das heißt, das kommt hier hin, das kommt hier hin. Dann haben wir ein paar Knöchelchen, die kommen da hin. Dann haben wir Steinchen, die kommen da. Nein, falsch, das brauche ich noch. Dahin, so. Wobei dieses trockene Blatt könnte ich als Reserve auch hier ein bisschen. Na, was ist mit dir? Du gehörst dahin eigentlich. So, zu dem Haufen. So. Wo ist jetzt mein trockenes Blatt? Hier. Das möchte ich schon gerne irgendwie so hinlegen. Ja, da. Dass ich es auch wieder finden kann. Ne? So. 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 Gut. Bitterholzhammer, Verbändehammer, Kohle haben wir mehr als genug. Kohle kann ich sogar wieder bunkern hier. Oh, warte, warte, ich werde gleich zusammenbrechen. Wo ist denn die Hängematte? Hier. Ja, ist schon zu spät. Wenigstens bin ich. Okay, ich bin doch im Gatsch gelandet. Ich muss schlafen. Mindestens 4 Stunden hat es geheißen. Ich habe, glaube ich, mir irgendwas eingefangen oder so. Oder bin ich jetzt einfach nur schmutzig und das zeigt mir das jetzt auch so an. Ich dachte, wäre vielleicht. Ist das ein Egel? Ja, tatsächlich. Das war's aber auch, ne? Mann. Okay, dann nochmal jetzt. Also nochmal baden, dann schlafen, dann. Servus. Alter, das ist Arbeit jetzt mittlerweile. Pfeil. So. Also. So. Waschen. So. Passt. Dann, wenn man geschlafen hat, ist man Bett fertig. Das heißt, wir gehen jetzt pennen. So. Ab in die Hängematte. Ich komme nie mehr zurück in unser neues Lager. Gute Nacht. So. Bis 3 Uhr morgens. Ja, das ist gut. Wir haben noch mal. Was ist denn? Hunger. Zustände. Okay, also Essen. Mahlzeit. So, essen wir gleich alles weg. Dann müsste es besser sein. So, wir werden jetzt noch mal so 2, 3 Stunden schlafen. So, bis es so 6, 7 ist. Ja, das passt. Es ist schon hell. Das müsste klappen. Es regnet jetzt auch weniger, fällt mir gerade auf. Und irgendwie sind. Wo sind meine Schalen? Alter! Alter! Ich habe nicht gespeichert. Ich war wieder speicherfaul. Ich dachte, das klappt schon, das haut schon hin. Dann ist wieder so ein depperter Jaguar hier. Kann man Leiter bauen? Ich hätte gern so einen Ausguck, wo ich mich raufstellen kann und wo ich dann Jaguar töten kann, problemlos. Ich hätte ins Wasser laufen sollen, weil Jaguars mögen ja kein Wasser, ne?
Ja, so hängen wir halt wieder im Ladebildschirm fest, ne? Es ist ein richtig misslungener Part. Wunderprächtig, ich freue mich. Wieder nichts geschafft. Ah. Wieder nichts geschafft. Aber wirklich gar nichts. Wieder gar nichts geschafft. Also das, jetzt bin ich wieder ein bisschen bei. Bisschen genervt. So, aber bin ich selber schuld. So. Zack, 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 zack. Das hält man jetzt mal. Dann das Fleisch mitgenommen. So. Dann schlafen gelegt. Damit wir das mit dem Matsch ausweichen können. So, dann ist wieder 5:30 früh. Dann gehen wir schnell nach hinten. So, beziehungsweise muss ich kurz glubschen. Wir haben hier irgendwo Egelprobleme. Genau. Und wir sind natürlich schmutzig. Das ist eh klar. Das heißt, wir gehen uns mal kurz waschen. So. Ich werde auch gleich mal Pfeil und Bogen wählen. So, ist gut. Okay, das haut nicht hin. So, entnehmen. Zack, zack, zack. Dann können wir gleich wieder Fleisch braten. So, fertig. Tra. So, mein Pfeil hätte ich bitte gern. Danke. Den zweiten auch noch. Was? Was denn? Was denn? Was war hier? Werkzeug benutzen, um Glut herzustellen. Ach so, das dachte ich schon. Hä? Was? Wir werden gleich das Fleisch versuchen zu braten. So, benutzen. Gleich haben wir es. Und zack. Wunderbar. Anzünden. Und unser Fleisch schön hinlegen. So. Und so. Perfekt. Dann werden wir das gleich mal schnabulieren. Das braucht jetzt eh eine Zeit. Die Knochen werden wir gleich dahinten ablegen. So, einmal, zweimal, auch das, die Asche, tun wir auch gleich hier hin, nochmal das trockene Knochen dahin, trockenes Blatt hier hin, nein, dahin, ja, jetzt ist das unter den Teppich gefallen. Egal. So. So langsam stapelt sich's eh. Dann sehe ich eh, dass da noch was liegt. Hoffe ich, dass ich das sehen kann. Ich glaube, da haben wir jetzt noch zwei. Das muss reichen. Die Pfeile werden wir ja in Winkel, also in Eck rein. Da so. So. Pfeil. So. Du auch. So. Passt. Jetzt haben wir wieder mehr Platz. Die Steine. Haben wir auf den Haufen hier. So. Die Kokosschale. Die kommt auch hier hin, falls es in den nächsten 20 Jahren mal regnen sollte. Die Kohle. Tun wir auch dahin schmeißen. Ich habe schon wieder irgendwelche Probleme. Ich bin, glaube ich, immer noch schmutzig. Warte, eine nehmen wir mit, zwei. So, warte, so und so. Genau. Eine Knochennadel haben wir, ein bisschen 8 Federn hätten wir noch. Ich glaube, wir könnten noch ein oder zwei Pfeile herstellen. Einmal. Aha, wieso steht da 8, wenn ich nur einen habe? Das ist auch, ja, egal. Dann halt nicht. So, dann müssen wir einmal hier rundherum.
Da habe ich noch Wasser. Genau. So, so und so. Halt, was war hier? Ein Stöckchen. Dann die Nüsschen. Die muss ich auch essen. Wo sind sie? Gibt's nicht. Okay, gibt keine Nüsse. Ach, Jemini, ist da oben jemand gestorben? Nein. Ich muss auch ein bisschen leise sein. Der Part ist auch zu Ende. Ich wollte jetzt nur noch unsere Fallen hier. Alter, die Sonne, ne? Ich dachte schon, da kommt jetzt jemand. So. Die Spinne hier haben sie auch weggepatcht, ne? So. Die kann man jetzt scheinbar nur noch hier so fangen. Warte. Die Spinne gehen wir gleich wieder rein. Vielleicht fängt sie uns ein Fröschchen. Die Bananen sind auch weg, kommt mir vor, ne? Die sind weg, weg. Da gibt es keine mehr, die man essen könnte. Das ist nicht so schön. Falls ihr gerade so ein komisches Geräusch hört, das ist eine Bohrmaschine. Mein Vermieter tut schon wieder irgendwas arbeiten. Fleißig ist der Mann, keine Frage. Aber das gibt jetzt gerade ein recht unangenehmes Geräusch. Na toll. Das hat super hingehaut. Hä? Achso, in dem? Yeah! So. Das nehmen wir auch aus. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Fleisch. So, da muss ich nochmal schauen. Da müssen wir uns nochmal waschen, glaube ich. So, mein Pfeilchen. Noch ein Pfeilchen. Das Knöchelchen hat nicht mehr Platz. Interessant. Habe ich da eventuell zu schlecht? Ja, das können wir ausnehmen. Da müsste noch was Platz haben. So ist es auch. So, wir gehen uns wieder mal waschen. So, da muss ich Lehm sammeln. Damit wir die Einträge haben. So. Also, Eingang, Dach. Oh, Lehm, Kaminwand. Lehm, Schuppenwand. Oh mein Gott, wie geil. Dach, Eingang, alles mögliche, Lehmkisten. Oh mein Gott. Wenn wir jemals wieder zurückkommen sollten. Wenn wir jemals wieder zurückkommen sollten, muss ich unbedingt und auf alle Fälle ich habe euch gerade einen Pfeilback. Muss ich unbedingt und auf alle Fälle versuchen, die Keischen abzureißen am besten. Und muss versuchen, dass wir. Kann ich jetzt unendlich Pfeile sammeln? Na gut, das haut nicht hin. Na, muss ich unbedingt versuchen, so ein Lehmhaus zu bauen, das wollte ich sagen. Ich habe es endlich rausbekommen. Wahnsinn. So. So, unsere Krabbe. Muss man die. Kann man die jetzt gleich hier kochen? Ah, warte, das Fleisch ist, glaube ich, verkohlt, hä? Gekocht, ne? Habe ich Platz? Da oben. Gekocht. Schaut so schwarz aus. Drei. Da ist noch ein viertes. Jetzt sieht das noch aus. Schmeiße ich da mal in den Dreck. Jetzt hat die Krabbe Platz. So. Und noch das Krötenfleisch. Und noch Wasserschweinchenfleisch. So, und den Rest hängen wir da drüben zum. Au, was war denn das jetzt? Ich wollte den Rest hier
Warte, warte. Ich werde gleich umfallen. Ich schläge mich mal kurz hin. Bin jetzt zwar schmutzig, aber was soll ich machen? Haben wir jetzt das hinbekommen mit die 4 Stunden? Bin gerade verwirrt. Vielleicht sollte ich. Habe ich Fieber? Ich kann gerade überhaupt nichts machen. Ich kann überhaupt gar nichts machen. Das ist aber sehr schlecht. Alter, was man da jetzt alles für Krankheiten kriegt, ist ja unwahrscheinlich. Einmal waschen. What the fuck? Infektion gestorben. Weil wir uns am Boden hingelegt haben, oder was? Weil wir Schmutz. Aha. Ich beende mal den Part. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.